Hallo zusammen. Heute habe ich mal einen ganz schnellen Tipp für euch. Falls ihr kurzfristig noch irgendwas für Weihnachten für jemanden brauchen solltet, das ist ein kleines Fotoalbum. Ich habe da jetzt keine Fotos drin. Ich habe es jetzt nicht für irgendeine bestimmte Person gemacht. Muss mal gucken, ob ich das diese Weihnachten verschenke. Ist extrem einfach gemacht. Man braucht kaum Mittel dafür, außer natürlich, wenn man hier so eine Verzierung machen will. Drinnen habe ich jetzt nur mal so beispielhaft was reingeklebt. Also kann man natürlich auf der Seite auch noch machen oder halt hier irgendeine Verzierung hin machen. Das sind so kleine, ja, also für Fotos so kleine Hintergründe quasi. Dadurch wirken die noch mal besser und es wirkt nicht so unruhig, wie wenn es auf dem Designerpapier ist. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Verzierung mit dem Feste Flurry Stempelset gemacht und das in der mit dem silbernen Stempelkissen, was in dem Herbst-Winter-Katalog ist, gestempelt. Dadurch schimmert es ein bisschen. Kann man hier eben ein super Foto hinmachen. Hier habe ich mal auf beiden Seiten so eine Fotomatte quasi hingemacht. Und hier hinten habe ich dann unter diesem Hintergrund fürs Foto noch so ein kleines Band gemacht hier. Habe es aber nicht festgemacht, das heißt, man kann das Foto auch drunter stecken, dass das quasi über dem Foto ist und auch nochmal eine Verzierung. Hier könnte man natürlich auch noch entweder so ein Fotoding machen. Genau. Ist total einfach gemacht. Ist auch nicht so dick oder so. Also es ist hier hinten vielleicht keine super tolle Bindung, nicht so weit nach hinten. Man könnte hier auch noch gucken, ob man dann vielleicht ein Washi-Tape hat, was passt, was man hier drüber kleben kann oder so. Aber ich zeige euch mal kurz, wie man das macht. Ihr könnt es in jeder beliebigen Größe machen. Ja, es kommt einfach aufs Papier drauf an. Was ihr braucht, ist ein Papier, was ein bisschen breiter ist als hoch, weil man das dann in der Mitte faltet und einfach aufeinander klebt. Und wie gesagt, so groß wie euer Papier ist, so groß könnt ihr dann quasi das Album machen. Damit das Ganze noch einfacher geht, habe ich jetzt einfach, das hier sind Blätter aus dem Designerpapier im Block. Also diese kleinen Blöcke hier. Das war jetzt dieses Papier. Das ist Eiszauber und ich mache es jetzt zum Zeigen mal in dem Designerpapier Steelmix. Das ist noch viel einfacher, weil ihr nicht mal irgendwas schneiden oder falzen braucht. Ihr nehmt euch so ein Blatt, entscheidet, was ihr außen haben wollt als Cover. Jetzt die Frage. Ich glaube, ich nehme das Rote als Cover. So, das Einzige, was ihr dann macht, ist, eure Papiere, wie gesagt, egal in welcher Größe, die ihr habt, einfach einmal zu falten. Ihr müsst es halt immer so falten, dass die Seite, die ihr dann die gezeigt werden soll, dass ihr die dann nach außen habt. So. Dann machen wir einmal so rum. Natürlich könntet ihr auch das Vorfalzen mit dem Schneide- und Falzbrett. Da müsst ihr allerdings vorsichtig sein, weil ihr dich zu doll aufdrücken dürft mit dem Falzwerkzeug da dran. Ansonsten, das war jetzt falsch rum. Ansonsten habt ihr das Problem, dass das Papier einreißt, weil das ein bisschen dünner als der Farbkarton ist. Warte. Also, ich habe mir die Sachen jetzt alle gefaltet. Von dem habe ich das zweimal so rumgefaltet, weil ich will, dass das mein Cover ist, dass man das vorne und hinten sieht. Das habe ich hier bei dem mit dem Papier gemacht. Und es ist so einfach, wie man es sich irgendwie nur vorstellen kann. Ich habe die Sachen also jetzt in der Hälfte gefaltet. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit einem größeren Papier machen. Ne, wenn ihr jetzt ein Papier hättet, was
was so groß ist, dann hätte da halt so ein ganz längliches Album zum Beispiel. So, und das Einzige, was ihr jetzt macht, ihr reiht es aneinander. So wie ihr das gerne hättet. Und klebt es einfach aufeinander. So. Ja. Und dann hättet ihr quasi dieses Album hier. So zum Durchblättern. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Am besten, ich klebe es einfach mal zusammen, dann seht ihr das. Nächstes. Also es geht wirklich so schnell. Da kann man auch, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie für seine Verwandten kleine Fotoalben machen will, einfach nur so für Weihnachten zum Geschenk dazu schenken oder so. Man hat irgendwie ein paar Fotos gemacht, weil, keine Ahnung, mit den Kindern oder mit dem Partner oder weiß ich nicht, von irgendeinem Geburtstag oder was, wo man halt ein paar Fotos hat. Die muss man natürlich, wenn man das so klein macht, dementsprechend auch kleiner drucken lassen oder wenn man es bestellt. Also wenn man eine ganz normale Bestellung macht bei so einem Fotoladen, wie auch immer, oder Discounter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man die Fotos bestellt, dann müsste man bei der Größe, ich guck mal gerade, ich habe mir nämlich mal so Vorlagen gemacht. Also das ist 9x13. Wo habe ich denn mein 10x15? Tja, wenn ich es wüsste. Ich muss mal gerade gucken. Eigentlich sollte das mit dabei sein. Ist natürlich jetzt doof. Ah, ich glaube, ich habe es. Okay, nice. Das ist 9x13. Das ist ja die kleinste Größe an Fotos, die man bestellen kann. Das ist 10x15. Und ich habe mir hier auch noch, das ist ein bisschen, damit ich immer sehe, was worauf passt. Also wenn ich mir jetzt dieses Album hernehme, ne, und ich habe jetzt hier so eine Fotomatte drin, dann gucke ich mal. Also das würde auf jeden Fall gut drauf passen. Ich glaube, das ist schon wieder zu breit. Da müsste ich dann gucken, dass ich den Hintergrund fürs Foto vielleicht ein bisschen größer mache. Also dieses einfarbige. Dann würde das auch passen. So, und das hier ist quasi die Hälfte von 10x15 und das hier ist die Hälfte von 9x13. Damit ich das quasi sehen kann, was in welches Album reinpasst, habe ich mir einfach mal diese Vorlagen gemacht. Das bedeutet, wenn man am Computer einfach guckt, dass man zwei Bilder auf 9x15 macht oder zwei Bilder auf 10x15, kann man die ganz normal entwickeln lassen. In der Größe und dann einfach in der Hälfte durchschneiden und man hat dann die perfekte Größe für diese Bilder, ohne dass man jetzt die Fotos so dermaßen zusammenschneiden muss, dass quasi nur so ein kleiner Bildausschnitt da ist und der Rest einfach fehlt. Das wollte ich nur noch mal kurz mit dazu sagen. Also bei diesen kleinen Dingern, die man jetzt eben aus diesen Blöcken machen kann, kann man das so ganz einfach machen dann beim Foto entwickeln. Ansonsten kann man natürlich auch einfach größeres Papier nehmen und es gleich so machen, dass 10x15 oder 9x13 einfach direkt reinpasst ins Album. Und das ist das Gute, also man braucht keine extra Bindungen, man braucht keine Maschinen, die einem irgendwas lochen, man braucht keine Spiralen, man muss eigentlich nichts machen. Es ist ja schon gebunden, es ist auch sehr flach. Ja? Also das heißt, wenn ich es jetzt hinlege, es ist so sehr flach, es steht nicht irgendwie hoch. Ich kann es komplett so gerade hinlegen, ohne dass jetzt hier in der Mitte irgend so eine Spiralbindung ist oder irgendwas anderes, was das quasi so aufstehen lässt. Ich könnte auch gucken, dass ich hier was mache, was über zwei Seiten geht. Allerdings muss man dann ein bisschen gucken mit dem Knick in der Mitte. Das wird sonst sehr dick beim Umfalten, wenn da jetzt ein Foto ist. Ich glaube, das steht ein bisschen zu sehr unter Spannung. Deswegen habe ich hier auch in der Mitte diese beiden
Fotodinger quasi ganz nah aneinander gemacht, aber doch eine Lücke gelassen. Und genauso könnte man das auch mit einem Foto machen, wenn man jetzt, ich muss mal gerade gucken, was hier jetzt 9x13, 10x15 würde auch gehen, dann müsste man halt hier das einfach noch ein bisschen größer machen, dieses Fotoding. Aber gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt ein 9x13 Bild, wo jetzt vielleicht hier irgendwas passiert auf dem Bild oder da eine Person ist und da eine Person ist, dann ist es auch immer super, wenn man es einfach in der Mitte durchschneidet und dann genau hier quasi genau ansetzt, hier an dem Rand von dieser Hintergrundding, so dass da nur ein ganz kleiner Spalt ist, wo man es noch falten kann, und ansonsten sieht es aus wie ein Foto. Kann man natürlich dann auch auf jeder Seite machen, dann muss man auch keine zwei Fotos auf 1 kriegen, also 2 auf 9x13 oder 10x15, sondern man nimmt einfach große Fotos und guckt halt, dass man die irgendwie in der Mitte zum Beispiel auseinanderschneiden kann. Dann würde man da auch 1, 2, 3, 4 reinkriegen in dieses hier und in dieses hier. Allerdings ist es ja völlig frei. Ihr könnt da jetzt noch mehr Dinger hinterher kleben. Also so viele Seiten, wie ihr braucht, wie ihr Fotos habt, völlig egal. Und wie gesagt, Größe. Ich habe jetzt hier noch die Ecken abgerundet mit dem kleinen Eckenabrunder von Stampin' Up, weil ich es irgendwie schön fand. Das gibt dem Ganzen nochmal sowas. Also, was man jetzt so ja normal nicht hinbekommt, wenn man jetzt keine so eine Werkzeuge hat. Hier als Verzierung habe ich, das ist dieses feste Flurry. In dem Fall nicht Stempelset, sondern ich habe es einfach nur ausgestanzt mit den Framelits, die es passend dazu gibt. Das kann man auch im Set kaufen mit dem Stempelset. Und dieses kleine Ding hier ist aus, kleinen Moment, aus dem Gastgeberin-Set eine Kiste voller Grüße. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich glaube, ja, das ist hier in dem Herbst-Winter-Katalog des Gastgeberin-Set, wo auch wieder zu verschiedenen Anlässen was drin ist. Und da ist eben dieses Frohe Weihnachten für dich drin. Die Gastgeberin-Sets kann man sich nur dann raussuchen, wenn man so einen Gastgeberfreibetrag hat. Ab 200 Euro ist das. Dieses kleine Fähnchen hier habe ich dann einfach, ich komme mal ein Stückchen näher, aufgestempelt. Uala, nach hinten so. Aufgestempelt mit Petrol und habe dann aber mit passend zum Papier mit Schiefergrau und mit, ich glaube, so Aquamarin oder Jade oder sowas, hier die Kugeln noch ein bisschen verziert. Ich finde, das passt ganz gut zum Papier. Genau, ansonsten, das ist eben Stempelset, feste Flurry und die Framelits, mit denen ich es ausgestanzt habe. Und dann kann man da wirklich so viel verzieren, wie man möchte, hat, keine Ahnung. Und es ist wirklich super schnell gemacht, ganz einfach, wenn man irgendwie nichts gefunden hat und schnell noch irgendeine Kleinigkeit braucht. So ein kleines Album oder wie gesagt auch ein größeres, wenn man einfach größeres Papier nimmt. Aber so schnell ist das gemacht, kein Problem. Und vielleicht probiert es ja der ein oder andere von euch aus. Viel Spaß beim Nachbasteln.